Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 5 Übungen für schmerzfreie Gelenke. Gelenke möchten bewegt werden. Dazu sind sie natürlich da und genau das werden wir heute tun. Wir werden alle wichtigen Gelenksysteme durchbewegen, die Gelenke schmieren. Du machst natürlich so mit, wie du dich wohlfühlst, wie es für dich okay ist. Du kannst die ein oder andere Übung vielleicht in einem größeren Bewegungsumfang machen oder in einem kleineren. Also immer in dich hineinspüren, hineinfühlen, wie es dir mit den Bewegungen so geht. Wichtig ist natürlich unsere Aufrichtung. Wichtig ist, dass die Schultern nach hinten unten fallen, der Nacken völlig entspannt ist. Und dann stellst du dich auf ein Bein, könntest dich auch irgendwo festhalten, wenn du möchtest. Wir starten bei den Fußgelenken. Die ganz wichtig natürlich für jeden Schritt sind, dass sie beweglich sind. Ein Bein anheben und jetzt kreise einmal deinen Fuß. Das Fußgelenk ist natürlich nur entweder Beugung, Streckung beweglich oder Supination, Pronation nennt sich das. Das Ganze können wir verbinden in einen Kreis. Und das machst du jetzt mal so groß, wie es für dich geht. Das Ganze natürlich auch noch in die andere Richtung, wenn es noch geht, sonst mach Pausen. Es darf auch wackeln. Dann wechselst du die Seite. Standbein hast du bestimmt auch schon gespürt. Auch hier erst wieder kreisen. Auch in die andere Richtung kreisen. Nimm auch deine Zehen mit. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Löst, schließe jetzt deine Knie, ich komme so ein bisschen seitlich zu dir, deine Füße. Oberkörper geht etwas nach vorne, stützt dich ab auf deinen Oberschenkel und mach ganz kleine Kreise mit deinen Knien. Das Ganze dann auch in die andere Richtung. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück, richtest dich auf, Schultern nach hinten, unten ziehen und jetzt nimmst du deine Beine etwas weiter nach außen, streckst deine Knie jetzt und kreist mit deinem Becken. Möglichst groß, Hüftgelenke mobilisieren. Natürlich auch hier wieder die Richtung verändern. Lass den Oberkörper möglichst aufgerichtet, wirklich nur dein Becken kreisen lassen. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte zurück, beugst deine Knie, Arme zur Seite, Schultergelenke kommen jetzt dran. Jetzt nimm die rechte Hand auf die linke Schulter, linke Hand um deine Taille und dann öffnest du und wechselst hoch und öffnen. Einfach ganz entspannt hier rumklatschen und weit nach hinten bewegen deine Arme. Ganz locker lassen.
wieder zur Mitte zurückkommen. Stopp. Stütze dich jetzt auf deine Oberschenkel. Und jetzt bewege deine Wirbelsäule. Stütze dich ab und du kommst entweder in den runden Rücken oder wie eine Schlange bewegen. Auch mal drehen nach rechts und links, die Brustwirbelsäule bewegen. Also möglichst viel Wirbelsäule durchbewegen. Mal strecken und beugen und rotieren. Spür in dich hinein, was dir gut tut, womit du dich besonders wohl fühlst. Und dann kommst du wieder in den geraden Rücken, richtest dich auf und startest noch einmal von vorne. Und jetzt spür den Unterschied zu vorher und nachher. Auf ein Bein, Bein heben, kleine Kreise. Das trainiert auch schon die Stabilisation rund um dein Fuß- und Kniegelenk. Ganz wichtig ist natürlich, die Muskeln sind auch wichtig. Richtungswechsel. Schauen wir mal, ob es sich anders anfühlt, schon wie vorher. Und dann wechselst du gleich Seite. Stabil stehen, in die eine Richtung kreisen. Richtungswechsel. Und wieder zur Mitte kommen, Beine schließen. Ganz leicht vorbeugen, abstützen, Knie kreisen, so wie es für dich geht. Richtungsänderung. Zur Mitte kommen, aufstehen, Beine weiter in die Grätsche, Knie strecken, Hüfte kreist, fühlt sich freier an, oder? Richtungsänderung und wirklich am Tag oft daran denken, deine Gelenke zu bewegen. Immer mal wieder nicht zu lange unbewegt sitzen oder stehen. Wieder zur Mitte kommen, sehr schön, Knie etwas gebeugt halten. Arme öffnen, Schultern zurück, ein Arm oben, ein Arm unten und wechsel. Locker. Vielleicht tut dir die eine oder andere Übung ganz besonders gut, dann mach sie wirklich öfters am Tag. Und wieder zur Mitte kommen, aufstützen, Rücken runden, in alle Richtungen, rechts, links drehen, den Nacken mit bewegen, die Wirbelsäule durch walken.
dann, wenn du fertig bist, dann machst du deinen Rücken wieder gerade, ganz gerade nach oben aufrichten, lockern. Und jetzt kannst du so als sechste Zusatzübung alle Gelenke bewegen, indem du dich streckst und räkelst. Und durchbewegst. Jetzt auch die Zehengelenke noch mitnehmen. Ausprobieren, was besonders angenehm ist jetzt. Einfach die Gelenke bewusst wahrnehmen. Erfinderisch werden in den Bewegungen. Auch die Finger natürlich. Und dann wieder zur Mitte zurückkommen. Schütteln, entspannen, stehen und nachspüren. Das ist jetzt auch interessant. Wie geht's dir jetzt? Wie fühlen sich deine Gelenke an? Vielleicht hast du am Anfang irgendwo ein Zwicken gespürt und das ist jetzt weg, hoffe ich. Oder vielleicht fühlst du dich auch aufrechter, gut durchblutet, durchbewegt. Gerne kommentieren unten, wie es dir jetzt so geht. Gerne gefällt mir drücken, wenn es dir gefallen hat. Falls du Lust hast, meinen Kanal zu abonnieren, mach das kostenfrei. Einfach abonnieren, graue Glocke drücken und auf alle klicken. Dann bekommst du mit, wenn ein neues Video online geht von mir. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Vielen, vielen Dank. Der Link ist auch unter dem Video, da heißt Deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, kannst du mit 2,50 Euro im Monat, 5 Euro im Monat, was auch immer es dir wert ist, mich unterstützen. Kannst du auch jederzeit wieder verändern. Auf jeden Fall Dankeschön. Ich freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!